Hurralei, Chicos und Chicas. Herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Herzlich willkommen zum Spitzenspiel in der Primera Division am 6. Spieltag. Der zweite Atletico Madrid spielt gegen den dritten, gegen Osasuna. Und damit sind wir mittendrin in einer neuen Episode auf der Jagd nach dem Quintuple. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir besuchen gleich mal unseren Torhüter, den Herrn Oblak. Genau. Haben wir hier gemacht. Bennett ist noch, wird die Woche auch noch verhandelt. Wir schauen mal. Wir haben aber immer noch 100% Vertrauen für unseren Vorstand. Denn wir sind auf Platz Nummer 2. Nur 2 Punkte hinter Villarreal. Wir sind im spanischen Pokal noch vertreten gegen Getafe in der zweiten Runde und auch in der Champions League sind wir noch dabei, zurzeit auf Platz 1, aber es ist noch ausgeglichen in der Gruppe. So, das ist natürlich Ding, wieder mal sehr, sehr blöd, denn ich glaube, unser zweiter Torhüter hat sich auch gerade verletzt. Einen dritten werden wir jetzt aber erstmal nicht holen. Außer es macht extrem viel Sinn. Na, beide einsatzbereit. Gut, dann starten wir mal rein. Zu Hause gegen Osasuna. Schauen wir mal, was wir bewerkstelligen können. Barnes muss reinkommen. Gelbe Karte für Felix. Villarreal spielt zurzeit 1-2-1 gegen Real Sociedad. Und dann lassen wir den netten Herrn Kuna spielen. Der war nämlich schon letztes Jahr für ein paar Tore gut. Marcos Llorente, der Spieler Europas. Kuhn auf den völlig freien Haaland. Aber der schießt genau auf den Torwart. Und wir führen. Villarreal scheint mittlerweile auch zu führen. Wir schauen mal. Ja, 2-1 gegen Real Sociedad. Bei denen läuft es noch nicht so in der Saison. 9 Punkten. Und wir gewinnen immerhin 1-0. Der Erfolg gibt dem Recht, der gewinnt. Jawohl. So schaut es nämlich aus, Leute. Monsterinho hat ein neues Hobby. Bennett kann weiterspielen, das ist gut. Damit machen wir gleich den 7. Spieltag hinterher. Da spielen wir jetzt gegen Real Sociedad. Unserem ärgsten Verfolger der letzten Saison. Die auch hier gerade die bessere Mannschaft sind. Deshalb wollen wir jetzt mal ein paar Offensivaktionen generieren. Eigentlich in überragender Verfassung. Villarreal spielt auswärts 0-0 gerade gegen Leganés. Oh, jetzt hat es wieder Joao Felix erwischt. Der ist echt sehr verletzungsanfällig. Aber wir führen. Hermoso ist schon sein drittes Tor, der Innenverteidiger. Auch wir gewinnen dieses Spiel mit 1-0. Außenbandriss. Ach Leute, komm, hört doch auf. Hört doch einfach auf. Eindhoven. Okay. Drei Wochen werden wir auf ihn verzichten müssen.
Das bringt nichts. Das Wander Metropolitano wird nochmal aufgehübscht. Zumindest der Rasen. Und wir starten rein ins Rückspiel gegen Eindhoven. Wir müssen nach Holland. Beziehungsweise in die Niederlande. Kenan Bennett macht sein Tor. Wir bringen wieder Barnes. Spielt genauso weiter und immer cool bleiben. Felix Udukay in der Champions League sein erstes Tor für Atletico Madrid und auch allgemein sein erstes Tor für uns. Wir wollen die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Ja. Puh, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Denn damit haben wir Platz 1 vermutlich gefestigt. Ja, 8 Punkte. Genauso wie Genua. Damit sieht es echt gut für uns aus für die nächste Runde. Monsterinho, 22 Jahre alt, da muss man natürlich jetzt was drauflegen. Real will ihn haben, da können wir auf keinen Fall zulassen, dass er zu Real geht. Das müssen wir auch ganz klar mal sagen. Moskau draußen, Real gibt ein besseres Angebot ab. Aber auch da ist Real draußen. So, dann bleibt er 3 Jahre bei uns. Ja, wir müssen keine Schiedsrichter bestechen im Moment. Gut. Wir spielen zu Hause gegen den 18. Erling Haaland, sein 4. Tor. Eigentor von Henao. Und Loriente. Wilson. 20 Meter vom Tor, kann sich die Ecke aussuchen, seit der Schuss Tor. Harry Wilson, sein erstes Tor in dieser Saison. Erling Haaland, sein 5. Treffer. Und Angel Correa, sein erstes Tor. Oh, Rodrigo, jetzt auch noch mit Gelb. Läuft nicht so. Bei Leganes. Haaland. Gut. Xavi Hernandez. 5-1 zur Pause. Spielt so weiter. Das wird schon. Sein 4. Tor, Marcos Llorente. Das ist jetzt natürlich super fürs Torverhältnis. Indirekter Freistoß nochmal. 19 Meter. Llorente tippt an, Haaland. Ja, 6-0. Ne, 6-1. 6,5 Millionen Einnahmen. Wow. Da schauen wir doch gleich mal.
35 Millionen haben wir da wieder. Lukas Klostermann wird von Arsenal verpflichtet. 33 Millionen gehen nach Leipzig. Die brauchen jetzt natürlich Ersatz. Und wir spielen gegen den 13. Celta Vigo. Eckball jetzt. Villarreal spielt gegen Athletic Bilbao. Das könnte auch ein interessantes Spiel werden. Kenan Bennett mit seinem ersten Tor und Haaland mit seinem sechsten Tor. 0-0 immer noch. Jetzt führt sogar Athletic Bilbao. Das ist natürlich hervorragend für uns. Denn im Falle eines Sieges und einer Niederlage von Villarreal haben wir 3 Punkte Vorsprung. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir haben uns 3 Punkte Vorsprung erarbeitet. Und sind damit bereit. Oh, Lorente Oberschenkel Parello kann aber spielen. Gut. Für das Rückspiel in Uipest kommt zu uns ins Wandern mit Rapolidano. Im Spiel haben wir 3-0 gewonnen. Schauen wir mal, ob wir hier auch das für uns gestalten können. Jules Keita jetzt aber mit dem Tor erstmal für Uipest. Aber Hakimi mit seinem zweiten Tor in der Champions League. Wir spielen vorsichtig. Dann spielen wir mal offensiv. Vielleicht können wir sie noch überrollen. Bennett schon wieder da. Gefällt mir gut, der Junge. Tatsächlich. Schlotterbeck darf jetzt mal rein. Und Oshi Shea. Mehr geht als dieses 1-1. Oh, Shishe, super. Aber wir kassieren nochmal den Ausgleich. Ja, 2-2. Wir müssen uns mit dem 2-2 zufrieden geben. Das bringt uns aber 9 Punkte. Damit stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir in die nächste Runde kommen. Jetzt gegen Athletic Bilbao zu Hause, vor ausverkauftem Haus natürlich. Bilbao hat sich mittlerweile bis Platz 4 hochgeköpft und kriegt jetzt einen Elfmeter. Freddy Binha und Rot für Korea. Ja. Ein Spiel zum Davonlaufen. Ein gebrauchtes Spiel. Wir werden auch in der zweiten Hälfte kein, aber auch kein Meter Boden kampflos hergeben. Genau. Oder vielleicht doch. Denn wir spielen nicht gut. Hermoso mit seinem vierten Tor ist der Ausgleich. Das ist schön. Und was macht Villarreal? Sie spielen nur 1-1 im Moment gegen Sevilla und wir gehen in Führung durch Erling Haaland. Bennett, sein zweites Tor. 3-1 jetzt für uns und 5 Punkte Vorsprung.
Das ist doch mal was. Schau, Felix ist wieder da. Soll man noch schonen? Nein. Ah, Korea. Nürnberg gegen Leverkusen. Das Topspiel. Wer kommt weiter im DFB-Programm? Wir drücken natürlich dem Club die Daumen. Schauen wir mal, ob es was nutzt. Nein, raus im Elfmeterschießen. Bitter, bitter. So, wir spielen jetzt auswärts beim FC Sevilla. Erster gegen den Sechsten. Los geht's. Keenan Bennett und Harry Wilson bringen uns schnell 2-0 in Front. Und Villarreal liegt schon wieder zurück gegen Valencia. Das wären 8 Punkte dann mittlerweile, die wir vorne liegen. Nein, Villarreal ist leicht aus. Mir. Harry Wilson mit seinem dritten Tor. Tim Handwerker, sein zweites Tor. Endlich trifft er mal wieder. Dani Perello mit dem 2-4. Und Villarreal spielt 2-2 im Moment. Das ist auch das Endergebnis, damit 7 Punkte Vorsprung. Tja, 1-1 im Hinspiel. Wie geht das Rückspiel aus? Es geht um den Einzug in die Zwischenrunde. Haaland, sein drittes Tor in der Champions League. Er ist da, wenn man ihn braucht. Damit wären wir auf jeden Fall durch. Hakimi. Eigentor an der Porte. 2-0. Llorente mit seinem ersten Treffer für uns. Klare Angelegenheit jetzt. Schau, Felix, nehmen wir mal sicherheitshalber raus. Mit heißem Herzen, aber mit kühlem Kopf, das ist die Devise. Weiter so. 3-0 im Moment. Damit sind wir auf jeden Fall in der Zwischenrunde. Ado Anayawu macht zwar noch das Tor, aber das nützt nichts. Wir sollten damit auch als Tabellenführer die Gruppe beendet haben. Schauen wir mal. Ja, 12 Punkte. Eindhoven, 10 Punkte. Genua damit raus. Oh. Legia Warschau, Monaco, die Fiorentina. Das sind natürlich Kaliber. Dann nehmen wir auch etwas mehr Geld. 45 Euro für einen Sitzplatz. Hinterm Tor und 75, daher die Logen machen wir vollkommen. Gut. Jetzt spielen wir gegen den 15. Valencia. Und schauen, was Villarreal macht. Wo sind sie? Zu Hause gegen Girona. Wir gehen in Führung. Schau, Felix, sein fünftes Tor. Immer noch 0-0 im Spiel. Girona gegen Villarreal. Beziehungsweise Villarreal gegen Girona. Jetzt 1-1 plötzlich. Okay. Ja, der Udo hat sich durchgesetzt. Männer, wir behalten unsere Taktik bei.
konzentriert weiterspielen. Ja? Ah, jetzt geht Villarreal in Führung. Jetzt müssen wir den Ausgleich hinnehmen. Und damit sind wir nur noch 5 Punkte vorne. Trotzdem natürlich ein komfortables Polster. Und jetzt im Spiel gegen Girona, in Girona. Schauen wir, was die Villarreal, die auch auswärts ran müssen, macht. Die gehen in Führung. Wir liegen hinten. Ivan Zamorano macht das Tor. Spaniol gleicht aus. Angel Correa ist da. Ja, das geht doch. Genauso weitermachen. Schauen wir mal, was wir noch machen können. Rote Karte jetzt beim Gegner, bei Girona. Das müssen wir einfach ausnutzen. Bringt ja nichts. 2-2 spielen die nur und wir verlieren. Das ist schlecht, aber immer noch 2 Punkte vorne. Und wir schauen, dass das gegen Getafe auch so bleibt. Achso, wir haben das Hinspiel im Pokal jetzt gegen Getafe, natürlich. Schauen wir mal, ob wir da ein vernünftiges Ergebnis zustande kriegen. Haaland mit Gelb. Auch Schau Felix holt sich die Gelbe ab. Mir wäre es lieber, wenn endlich mal einer trifft. Getafe. Und plackert ihn. Tja. Die Chancen waren da, aber es gibt nur ein dürftiges 0-0. Müssen wir es auswärts regeln? Gut, Legia Warschau. Das heißt, das machen wir ordentlich wieder. Erstes Zwischenrundenspiel. Wenn wir was reißen wollen in der Champions League, dann sollten wir hier gewinnen. Doch Warschau geht in Führung. Gelb jetzt für Udukai. Ein paar gelbe. Ich möchte ungern mit einer Niederlage starten. Ja, jetzt ist so ein bisschen der Wurm drin, auch in der Liga. Das ist jetzt sicher eine der schwächsten Phasen der Saison. Aber wir werden dieses Spiel wahrscheinlich verlieren.
Das ist denn nicht so gut. Auch in der Liga müssen wir jetzt aufpassen. Espanyol 19. Also da müssen wir jetzt tatsächlich gewinnen. Das erwarte ich dann jetzt auch von meiner Mannschaft. Aber wir liegen hinten. 2-0. Und das ist natürlich großer Bockmist, den wir da zusammenspielen. Hakimi mit dem Anschlusstreffer. Ja, ihr habt sie doch im Sack, da kann doch nichts mehr schief gehen. Jetzt nicht nachlassen. Espanyol wieder. Gut, im Moment profitieren wir davon, dass Villarreal gegen Rayo Vallecano 2-0 hinten liegt zu Hause. Tja, auch da verlieren wir genauso wie Villarreal, glücklicherweise. Das ist jetzt echt die Schwächephase in dieser Saison, definitiv. Aber endlich noch. Haben gar keine Nationalmannschaftsspiele hier gemacht. Dann nehmen wir China und hier nehmen wir Japan. Jetzt haben wir nämlich ein Qualifikationsspiel gegen Portugal. Na super. Da brauchen wir auch dringend Tore. Beziehungsweise dringend Punkte. Sind im Moment das überlegenere Team. Zumindest was die Chancen angeht. Spielt so weiter, das wird schon. Aber schau, Felix ist zum Beispiel immer für ein Tor gut, genauso wie Leao. Da ist er schon. Unser Schau Felix. Tja, so werden wir wohl nicht zur EM fahren. Jawohl! Wichtigen Punkt erkämpft. Bestes gegeben, jetzt auswärts in Getafe. Zweite Runde im Pokal. 0-0 das Hinspiel. Wir erinnern uns. Schau, Felix. Mit frischem Mut aus der Nationalmannschaft zurückgekommen. Alena. Da steht überhaupt niemand. Weiter so. Eckball Getafe. Bino. Oblak Hermoso Retac legt den Seiten aus. Sehr gut, Luca. 11 Meter für Getafe. Bino schaut Oblak in die Augen. Ja, 1-1. Damit geht's eiskalt weiter. So. Glücklich, aber wir sind weiter.
Wir sind im Achtelfinale mit etwas Glück und da bekommen wir es mit einer Amateurmannschaft zu tun. Das freut uns natürlich. Und Grenoble Foot 38 möchte uns gerne als Trainer verpflichten ab sofort aus der Liga. Oh. 18. 17. Nee. Wir hätten jetzt wechseln können in die Ligue 1, aber ich warte da erst noch ab, Leute. Denn wir schauen mal. Das ist schon ziemlich aussichtslos im Moment. 6 Punkte schon Rückstand mit dem Kader. Könnten uns natürlich da wieder alles versauen. Okay, aber es gibt Angebote aus dem Ausland. Auch aus der Liga. Oh. Schauen wir mal. Monaco wäre mir lieber, wenn die uns haben wollen würden. Erling Haaland. Grenoble sicher auch ein schönes Team, aber ich kann mich für dieses Team ehrlich gesagt noch nicht aus Madrid trennen. Erling Haaland, sein viertes Tor. Wenn man ihn braucht, ist er anscheinend wirklich da. Also, ein Sieg wäre hier richtig wichtig für uns. Aber wir kriegen das zweite Tor nicht hin. Monaco fehlt nicht viel. Eine gute Aktion. Steht unentschieden, aber wir können es über die Zeit retten. Das war wichtig, denn im zweiten Spiel gewinnt die Fiorentina gegen Ligia Vasca. Also wir sollten jetzt alle 3 Punkte haben, wenn ich das richtig sehe. Ja. Damit ist wieder alles offen. Und wir spielen gegen Rayo Vallecano. Handwerker. Elfmeter für uns. Felix macht's. Sechstes Tor in der Liga. Guter Junge. Gut, Rayo Vallecano mit der Ecke. Schauen wir mal, wo die sind. Naja, eher im unteren Tabellendrittel daheim. Haaland, achtes Tor. Hakimi, drittes Tor. Villarreal. Wo sind sie? Also ich bin auch auswärts, führen gerade 1-0 gegen Getafe. Damit bleibt es wahrscheinlich bei 2 Punkten Vorsprung.
zwei Pünktchen liegen wir vorne. Jetzt will ich nur mal schauen, ob es ein Fehler war. Grenoble, ja, hat gewonnen, tatsächlich. Wäre noch was gegangen mit der Mannschaft eventuell. Naja. Ja, habt ihr gesehen, wie das Angebot von Atletico zustande gekommen ist? Luis Felipe geht für 10 Millionen zu Dortmund. Wir kriegen auf jeden Fall noch unsere Angebote. Die Saison ist noch lang. Jetzt erstmal gegen Getafe. Die sind eher doch noch dabei, im oberen Drittel mitzuspielen. Ein Sieg gegen uns wäre wichtig. Villarreal geht in Führung. Ja, ihr habt sie doch im Sack, da kann doch nichts mehr schief gehen. Jetzt Punkt gleich jetzt mit uns. Allerdings aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses hinten. Nur auf Platz 2. Und jetzt auch wieder abgeschlagen, der Deportivo Alaves das ganz gut macht. Es geht hin und her. Jawohl, Hermoso, 89. Damit sind es 4 Punkte Vorsprung. Der spielt eine super Saison. Eibar aus der Primera Division. Ja, haben wir selber. Primera Division haben wir selber. Brauchen wir nicht mehr. Also, die Anzeichen verdeutlichen sich immer mehr, dass wir gehen werden. Die Angebote werden irgendwann kommen. Schau, Felix. Und Jungs, in den ersten Minuten seid bitte besonders vorsichtig. Dann ganz normal weiterspielen. Dennoch, ich will nicht zu viel in die Zukunft schauen, aber ich denke, Atletico Madrid wird das beste Team sein, das wir je trainiert haben. Dem Handwerker, schon allein wegen ihm hier, trifft in der Zwischenrunde der Champions League. Dem Handwerker. Oh, jetzt hat es allerdings Haaland erwischt. Hoffentlich nichts Schlimmes. Eine Stauchung hört sich jetzt nicht so dramatisch an, aber so dramatisch, dass er auf jeden Fall 2 Wochen ausfällt, und das ist nicht schön. Denn es geht jetzt erstmal im Pokal, schau Felix, um den Einzug ins Viertelfinale. Da spielen wir gegen die Amateurmannschaft, gegen Amore Vieta. Sollten wir eigentlich machen, Angel Correa mit seinem ersten Tor im Pokal. Weiter so. Also Viertelfinale sollte drin sein. Auch ohne Haaland. 3-1 mittlerweile. Das Uruguay. Hat den Nachschuss auf Krimi Tor. 4-1 das Auswärtstor Edmund Sparke. Hätte man besser verteidigen können, aber wir führen glücklicherweise 4-1. Der 5-1 Tim Handwerker jetzt auch im Pokal trifft er, sodass das nicht so wirklich ins Gewicht fällt. Ich
Pfosten leicht Richtung Tor, verlässt seine Kasten. Acht Mitte. Ja. Hermoso. 6-1. 6-1 mittlerweile. Ja. Gut. Klare Sache damit. Espanyol Barcelona, ne? Die wollen wir auch nicht. Okay, das heißt, das nächste Angebot. Aus England oder Italien oder... Lass mich schnell noch das einstellen. Kopfball, damit ich sie rausköpfen kann. Oder natürlich aus Frankreich. Werden wir dann wohl auch annehmen. Aber ich würde ungern irgendwo gleich wieder kämpfen müssen. Um den Klassenerhalt. Die Ukraine. Freundschaftsspiel gegen China. Da heißt es auf jeden Fall Selbstvertrauen tanken. Wunderbar. Ecke nochmal. Drei Null. Selbstvertrauen geholt auf jeden Fall. Reden wir beim zweiten an, bei Villarreal. Das kann natürlich ein Knackpunktspiel werden. Bennett. Völlig freistehender Hakimi. Komm, kann sich die Ecke aussuchen. Zögert einen Augenblick. Einfach umgehauen. Deutliche Worte. Könnte Elfer geben, oder? Ja. Gut. Drin ist er. Joao Felix, siebtes Tor. 7 Punkte werden es wieder. Wenn wir das Ganze hier über die Zeit brächten. Jetzt nur nicht nachlassen. Einfach weiter so. Tim Handwerker, jawoll. Drittes Tor in der Liga. Freut mich für ihn. Damit sieht es gut aus mit 6 Punkten, mit 7 Punkten Vorsprung. Copa del Rey Achtelfinale. Erst steht aber noch ein wichtiges Spiel an für die Ukraine. Gegen Luxemburg.
So, in der ersten Minute gehen wir gleich in Führung. Das ist schon mal super. Ja, 2-0 ist beruhigend erstmal. Wäre wichtig, dass wir die Punkte hier mitnehmen. Wir sind absolut auf dem richtigen Weg hier. In der Ukraine da. Also. Ist uns der Sieg sicher. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Und auch die drei wichtigen Punkte. Damit sind wir der Dritte in der Tabelle. Immer noch. Sie wurden zum Trainer des Monats gewählt. Hey, wir sind zum ersten Mal Trainer des Monats. Und Oblak hat es schon wieder erwischt. Natürlich, der kommt verletzt aus der Nationalmannschaft zurück. So, wir treten auswärts an bei Amorebieta. 6-1 das Hinspiel. Sollte eigentlich genau das richtige Spiel sein für Erling Haaland, um wieder reinzukommen. So. Schlotterbeck darf auch mal was machen. Aber auch kein Meter Boden kampflos hergeben. Rote Karte Lorente. Interessiert aber ehrlich gesagt niemanden mehr. Die Runde ist entschieden und Hermoso mit dem 2-0. Toni Villa macht noch den Anschluss. Aber damit sind wir Hermoso mit seinem dritten Tor in der nächsten Runde. Die da wäre das Viertelfinale. Celta Vigo. Okay. Ja, mit Celta kann man leben. Definitiv. So, und wir haben 51 Millionen zur Verfügung. Da bin ich gerade doch am Überlegen, ob wir uns nicht noch für die rechte Seite eine absolute Granate zulegen. Mostrinho. Sein erstes Tor. Haaland, sein 9. Tor. Schauen wir mal, was macht Villarreal? Die liegen 2-0, 3-0 vorne gegen Eibar. Das ja. Auch in der zweiten Hälfte. Kein, aber auch kein Meter Boden kampflos hergeben. Es wird bei 7 Punkten Vorsprung bleiben. Ja.
Deportivo Alaves. Ja gut, mit denen können wir nichts anfangen. Millionen, aber wir könnten da wirklich noch einen rechten Mittelfeldspieler holen, tatsächlich. Diallo ein bisschen zu übertrieben. Silas. Silas hätte ich Bock. Ja, Silas hätte ich gerne in der Mannschaft. Da hätte man da auf rechts noch ein bisschen mehr Spielraum. So, wir könnten dadurch natürlich Dortmund schwächen, was auch nicht unbedingt zu vernachlässigen wäre. Jetzt gegen Eibar. Das ist wieder so ein Pflichtspielsieg, diesen letzter. Villarreal führt, wir noch nicht. Ja, da muss man einfach sagen, das ist, ja, bisher nicht das, was ich mir so vorstelle. Gewinnen wir gegen Eibar. Wollen wir uns Silas? Wollen wir uns Silas holen? Ja. Wollen wir uns Silas? Bei solchen Summen können die gar nicht mithalten. Da brauchen wir nicht reden. Da braucht man doch gar nicht reden. Da ist der Junge bestens ausgebildet und er darf gleich ran gegen Valladolid. G
Christo González. Ach Leute. Da macht er aber sein erstes Tor. Silas. Also der hängt sich voll rein. An ihm liegt es also nicht. Hermoso, sein sechstes Tor. Correa, sein zweites Tor. Und schon Firma. 7 Punkte Vorsprung. Wiederhergestellt. Dann Villarreal spielt 1-1 gerade gegen Barça. Dann werden es 9 Punkte. Jo, 9 Punkte. Leutchens, 9 Punkte. Ja. Macht euch mal nicht ins Hemd. 16 Mille sind ja noch da. So, Freundschaftsspiel gegen Japan. Also, Tenik. Was haben wir denn hier noch? Das ist das Freundschaftsspiel gegen Japan. Jawohl, zu Briaga. Kamada. Kann die Niederlage nicht verhindern. Auswärts bei Barça. Barça. Forti. Wir schauen, was Villarreal macht. Villarreal gegen Almeria. 0-0. Wir liegen aber hinten, weil Odogi Unterwürfen hat. Ja, das geht doch. Genauso weitermachen. Jetzt gelb für Odoshi. Tja, damit sind es nur noch 6 Punkte, wenn wir hier verlieren. Ja, damit sind es nur noch 6 Punkte. Wie viele Tore? Wahrscheinlich 44. Tja, nie waren sie so gut wie heute.
Über älteren Valencia. Erstaunlich. Wenn man noch in Bundesliga wechselte. Tja, 35. Nie waren sie so gut wie heute. 76. Vielleicht sollten sie sich mal ein bisschen mehr anstrengen, so wie wir bei der Wende. Wann gewann die Türme in Berlin zum ersten Mal gegen Deutschland? Keine Ahnung. Es ist anders als man glaubt. Welcher Verein stieg 5 in der Lauberschaft wieder ab? Das kann eigentlich nur Uerdingen sein. Das ist ja fantastisch. Noch zum Durchfallen hat es wieder nicht gereicht. Du Segel, du. So. So, was machen wir hier so? Im englischen Pokal gewinnt meist Manchester United. So, der gute Silas darf nicht spielen, weil er keine Berechtigung hat hier. Dementsprechend stellen wir wieder um. Ligawascher muss jetzt vernichtet werden, wenn wir eine Chance haben wollen. Gut. Pozzo. Ja, wir spielen zu Hause. Da wollen die Fans natürlich was sehen. Spielt genauso weiter und immer cool bleiben. Schau, Felix. Der bringt uns den Sieg und damit auch die Führung in unserer Gruppe. Oblak ist wieder da. Silas darf wieder spielen. Das nutzen wir aus gegen Almeria. Schauen zugleich wieder, was schon Felix ist der Ausgleich. De Brol mit seinem zweiten Tor die Führung. Hier geht es drunter und drüber bei uns. Und wir schauen mal, was Villarreal macht gegen Real Madrid. Real führt. Das ist schon mal super. Wir liegen 4-1 vorne. Doppelpack. Schau Felix. Hakimi. Almeria kommt jetzt ordentlich unter die Räder. Almeria kommt unter die Räder. Und zwar so richtig. Lecce! Aber ich kann mit ihnen nicht verhandeln. Achso, es gibt die Freigabe. Wow, keine Chance. Mit den Torhütern und den. Nee. Nicht als 18. Nein, nicht als 18. Auch wenn Italien lockt, nicht das 18. Das muss einigermaßen vorbereitet werden, Leute. So mache ich das nicht mit. So, immer wieder Österreich.
jetzt spielen wir gegen die Österreicher. Wichtiges Qualifikationsspiel. Auf geht's. Wir spielen in der Red Bull Arena in Salzburg. Jetzt aber verlieren wir den Zweikampf. Aufpassen müssen wir natürlich auf Sascha Kalajdzic. Kalajdzic ist natürlich einer der Topstars. Flanke in die Mitte durch den Ballkopf hinaus der Gefahren zu Ritt. Wir zeigen ein gutes Spiel und das müssen wir unseren Spielern auch kommunizieren. Eckball Ukraine. Stankovic packt sicher zu. Jetzt gehen wir in Führung. Jawohl. Sascha Kalajdzic mit Gelb. Rot für Grilic. Wir gewinnen 1-0. Das ist super. Denn damit sind wir Zweiter. Noch vor den Serben. Kamera geht nach Freiburg. Gelb gesperrt ist er jetzt, okay. Jetzt gegen Real. Gerade sind sie 9 Punkte Vorsprung wieder. Aber Real Madrid braucht dringend die Punkte. Silas. Gut. Anzeige, okay. Aber 10 Punkte. 10 Punkte sind wir vorne. Weil Granada gewinnt. Ja, wollen wir. Du kommst wieder rein. So, da darf er ja wieder nicht spielen. So, jetzt gegen Monaco. Bei den Monegassen. 2-0 mittlerweile. In Monte Carlo. Da steht das Stadion. Das habe ich mir selber schon mal angeschaut. Sehr schöne Stadt übrigens, Monte Carlo. Kann ich euch nur empfehlen. Was ich euch nicht empfehlen kann, ist dieser Spielstand. 2-2 ist nämlich nicht befriedigend. Da wir schon 2-0 geführt haben. Gefällt mir das gerade gar nicht. Für Oblak.
Da, jetzt können wir froh sein, dass wir das 2-2 noch mitnehmen. Wir bleiben aber vorne. So, Granada. Rot für Hakimi. Wird immer besser. Aber bei 10 Punkten Vorsprung ist das einigermaßen zu verschmerzen. Ja, da. Duarte. Mata. Ebenfalls mit Gelb jetzt auch rot für Granada. Damit stehen die Zeichen wieder anders. Passt mir bloß auf, dass ihr euch nicht gleich in den ersten Minuten einen einfangt. Almeria führt gegen Valladolid und Osasuna macht Villarreal das Leben schwer. Ja, 0-0, dabei bleibt 10 Punkte Vorsprung. Na, euch brauchen wir auch nicht, ihr seid ja schon aus der Primera Division. Copa del Rey, Achtelfinale. Europäischer Supercup. Lyon rockt das. Wolverhampton gleicht aus, geht in Führung. Lyon lässt sich das aber nicht gefallen. Ja, Seta führt. 1-0. Ja, das geht doch. Genau so. Da müssen wir jetzt rankommen. Das Wichtigste, boah. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall das Wichtige Auswärtstor über den Haaland. Ciao, Felix. Gelb, rote Karte, Denis Suarez. Super. Wir machen jetzt weiter. Kommt. Rote Karte. Jetzt will ich aber Tore sehen. Die sind zwei Mann weniger. Komm, ich will das Führungstor nicht noch sehen. Monsterinho. Genau. Super. Komm. Llorente. Gut, damit sieht es wieder gut aus für uns mit dem Halbfinaleinzug. Tim und Vega. Viertes Tor. So, sein siebtes Tor. Der Paul, sein drittes Tor. Silas, sein zweites Tor.
12 Punkte Vorsprung. Also ich könnte mir vorstellen, es sieht einigermaßen gut aus. Oblak ist rot gesperrt. Es sieht eigentlich einigermaßen gut aus, dass wir unseren Titel verteidigen. Mittelfuß, Bruch, das ist schlecht. Ja. Llorente, jawohl. Die Fiorentina kann sich nicht gegen uns durchsetzen, denn Tim Handwerker macht das zweite Tor. Klasse, der Junge. Kenan Bennett. Ja, Leute, damit stehen wir im Viertelfinale der Champions League, würde ich sagen. Wir können Historisches schaffen und das Triple erreichen. Wenn wir natürlich uns gegen Bayer Leverkusen im Viertelfinale durchsetzen können. Kommt, da verlangen wir alles, was geht. Ne, da viel Zeit, ja. 80, wir wollen ja nicht so sein. Handwerker ist gelb gesperrt. Quatsch. Ihn wollte ich reinsetzen. Genau. Villarreal. Nur noch auf Platz 3. Real Sociedad, die uns das Leben so schwer gemacht haben. Die kämpfen jetzt um den Einzug in die Champions League. Beziehungsweise überhaupt nach Europa. Auch für die zweite Hälfte gilt volle Konzentration. Und wir können das Triple erreichen. Immer noch. Das wäre natürlich der Hammer. Zum Schuss, Camudo. Ja. 10 Punkte Vorsprung im Moment. Da kann man schon mal ein bisschen was riskieren. Riskant mit Gelb. Ja, 10 Punkte. Der Handwerker ist wieder da. 2,6 Millionen haben wir jetzt. Da kaufen wir uns einen Hubschrauber. Trainererfolge. 55% haben wir jetzt schon gewonnen. Ja, Real Valladolid. Müde gucke. Pokal in England. Liverpool gegen Manchester.
Ludogorets, jawohl, Felix Uduka. Sein erstes Tor im Pokal für uns. Klasse, Junge. 1-1 zur Pause. Ja, ihr habt sie doch im Sack, da kann doch nichts mehr schief gehen. Jetzt nicht nachlassen. Zeta macht's jetzt. Aber es nützt Zeta Vigo im Moment nichts. Da müsste noch mehr kommen. Aber Hakimi gleicht aus. Wir stehen damit im Halbfinale gegen Espanyol Barcelona. Und nun gegen den 19. Erwarte ich natürlich nichts anderes als einen Sieg. Auch für die zweite Hälfte gilt volle Konzentration. Jetzt liegen wir plötzlich hinten. Und dann in der Mitte nur noch 8 Punkte vorne. Und gegen die Pole. Jetzt sind es wieder 9 Punkte. Schau, Felix. Wieder 11 Punkte. Sehr gut. Champions League Finale. Das ist das große Ziel jetzt. Dementsprechend müssen wir jetzt gegen Bayer Leverkusen bestehen. Hinspiel. Gelbe Karte. Spannendes Spielchen, 0-0. Weiter so! Bayer geht jetzt in Führung. Tja. Nach außen ab und auf die Tribüne, okay. Ich will das Auswärtstor. Jawohl, Bennett. Jawohl, Erling Haaland, das ist die halbe Miete. 2-1 für uns. Puh, sehr gut. Sehr gut, Leute. Das ist die halbe Miete. Jetzt zu Hause gegen Celta Vigo. Mosmajic. Schau, Felix, sein 13. Tor. Mir bloß auf, dass ihr euch nicht gleich in den ersten Minuten einen einfangt. Genau. Passt ihm bloß auf.
Lorente. Jawohl. Elf Punkte. So. Jetzt geht's Richtung ganz spannende Entwicklung in der Saison. Hinspiel in der Copa del Rey gegen Atletico, gegen Espanyol Barcelona. Wir führen 1-0. Schau, Felix, es ist seine Saison, das habe ich ihm gewünscht. Spielt so weiter. Das muss man ganz klar sagen. Depot. Erling Haaland, sein viertes Tor im laufenden Pokalwettbewerb. Gelb-rote Karte für die Ball. Schreibt man meine Namen runter. 2-0, damit beste Ausgangsposition fürs Finale. Ihr wollt wirklich den Udo haben. Das kannst du vergessen. So. Athletic Bilbao gegen Atletico Madrid. Bau Dritter. Wenn die noch mal an Villarreal rankommen wollen, sollten sie heute hier punkten. Aber Silas macht sein drittes Tor in der Primera Division. Freut mich, dass wir ihn geholt haben. Das geht doch. Genau so weitermachen. Oblak mit dem Eigentor. Bilbao gerade gar nichts. Elf Punkte Vorsprung. Viertelfinale der Champions League. Verkauftes Haus. Korea darf nicht. Korea. Handwerker darf nicht mitspielen. Ist gesperrt. Und jetzt haben wir zu Hause natürlich alles in der Hand. Schau, Felix. Wahnsinn. Das heißt Halbfinale. So, Leute, ich würde sagen, wir machen die Champions League Partie fertig. Und dann muss natürlich noch das Rückspiel gegen Espanyol her. Dann beenden wir die heutige Episode. Damit wir in der nächsten Episode die komplette Spannung holen, haben wir eine Chance auf das Triple? Oder gehen wir komplett leer aus? Was ich nicht glaube, die Meisterschaft scheint so gut wie sicher. Das Triple wäre natürlich der Oberhammer. Aber so weit sind wir noch lange nicht, denn wir müssen erstmal Milan vernichtend schlagen. Das wird sehr, sehr schwierig im Halbfinale.
Oh, wir wurden zum Trainer des Monats gewählt. Da freuen wir uns aber. So. Ich würde sagen, wir gehen rein und machen dieses Spielchen noch. Rückspiel. 2-0 haben wir gewonnen zu Hause. Jetzt wollen wir ins Finale um den Pokal. Wieder gegen Osasuna? Fragezeichen. Erling Haaland. Damit sollte es feststehen, dass wir wieder ins Finale kommen. Spielt genauso weiter und immer cool bleiben. Hakimi. Na, das Tor. Nicht mehr wirklich. Von Bedeutung wollte ich fast sagen, aber solange die nicht das dritte schießen. Ah, schon vorbei. Wow. Wir stehen im Endspiel wieder gegen Osasuna. Und damit ist die Chance aufs Dribble immer noch da, Leute. Wir können tatsächlich das Dribble holen. Unglaublich. So sieht die Tabelle aus. 9 Punkte Vorsprung. Na, 11 Punkte Vorsprung. Mittlerweile. Soll denn Selbstläufer sein. Wir sind auf dem besten Weg, das Triple zu holen. Ob es uns gelingt und ob wir noch Angebote kriegen von anderen Top-Clubs aus Europa, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich sage euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auch, dass die Folge etwas länger gedauert hat. Aber wir haben echt sehr gute Ausgangspositionen fürs Triple. Und ich hoffe mal, dass noch der ein oder andere Top-Club kommt, der uns haben will. In dem Sinne. Buenas noches aus Madrid. Habt eine gute Zeit. Euer Colt sagt Tschüss, Ciao und Servus.